Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich kann wirklich sehr, sehr kurz machen. Meine Vorredner haben mit den Zahlen dargelegt, wie wichtig das ist. Wie Sie wissen, ist ja am 1.28.12 auf der Bundesebene Gesetz zur Änderung der Transplantationsgesetz und am 1.11.2012 Gesetz zur Regelung der Entscheidungslösung im Transplantationsgesetz in Kraft getreten. Wichtigste Regelungen waren natürlich in diesem Zusammenhang die Umsetzung der Entscheidungslösung, zum Beispiel die Aufklärungsmaßnahmen und die verpflichtende Bestellung einer Transplantationsbeauftragten, ihre wesentlichen Aufgaben, Pflichten und Qualifikationen der Transplantationsbeauftragten. Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Transplantationsgesetzes vorzulegen, um die Regelungen des Transplantationsgesetzes auf der Landesebene umzusetzen und einige Punkte zu konkretisieren. Wir haben öfter über den Rückgang der Spendenbereitschaft im Ausschuss diskutiert. In diesem Zusammenhang haben wir, wie die organisatorische Dreiteilung der Organtransplantationsprozess immer begrüßt. Das lautet Organentnahme, Organvermittlung und eigentliche Transplantation. Und in diesem System spielt natürlich die Organentnahme eine wesentliche Rolle. Deshalb ist dringend notwendig gewesen, Regelungen zu treffen, die Organentnahme und damit auch insgesamt den Organtransplantationsprozess zu unterstützen. Damit hoffen wir, dass die Bereitschaft der Bevölkerung zunimmt und Zehntausende Menschen, die ein Organ warten, behandelt werden können. Im vorliegenden Gesetz wird besonders die Sicherstellung der Qualifikation und Transplantationsbeauftragten und Sicherstellung der Ergebnisse von Daten und Transparenz geregelt. Meine Damen und Herren, in der Verbändeanhörung gab es keine großen Änderungsvorschläge zum Gesetzentwurf. Deshalb haben wir auch im Fachausschuss einvernehmlich auf eine Anhörung verzichtet und Gesetz zugestimmt. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir heute dieses Gesetz einstimmig verabschieden werden und hoffe ich, dass dadurch die Organe gespendet werden und die Menschen geholfen werden können, die seit Jahren ein Organ warten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus